Ein Hallo von mir, herzlich willkommen. Mein Name ist Charles und ich begrüße dich zurück im Bus Simulator 21. Ich habe eine neue Route erstellt. Und zwar, wir müssen hier, im letzten Video sind wir ja hier rumgefahren, eine größere Route erstellen. Wir müssen jetzt von hier unten, hier hochfahren, wieder unseren berühmten Kreisverkehr. Einmal quer durch hier und dann wieder retour. Boah, das ist der Plan. Und natürlich, ich habe meinen Lieblingsbus. Ich habe mich auch neu gekleidet, das habe ich in den Einstellungen gefunden. Und die Radarstrafen sind an. Ja, also ich muss die Dinge jetzt tatsächlich zahlen. Also es wäre jetzt wohl besser, wenn ich original richtig fahren würde. Ja, also ich probiere jetzt diesmal so richtig schön zu fahren. Ja, und wenn jemand weiß, was das heißt bei mir, wenn ich irgendwas schön probiere, dann funktioniert es zumeist gar nicht. Ja, also wir werden uns mal überraschen lassen. Ich habe echt keine Zeit. Die Uhr läuft da unten. Alter Schwede, mach mal hin jetzt. Ach, das geht sich aus. Das passt. Ui. Aber sowas von hat es gepasst. Da war nichts falsch dran. Aber ich muss... Oh, ich bin zu schnell. Ich muss jetzt echt aufpassen. So, okay, einmal links fahren. Ich kenne die Route noch gar nicht. Ich habe die gerade angelegt. Soeben. Ui, ui, ui. Mit 30 ums Eck ist halt schon mutig, liebster Charles, ja, ich hab's gemerkt. Komm. Automatik, komm, hopp, hopp. Hopp, hopp. Aber ich wollte nicht manuell fallen, weil ich blinke an meinen Pedals, also hier links und rechts. Ich bin schon wieder zu schnell. Und dann blitzt es wieder irgendwo. Hm. Muss ja echt aufpassen, ich muss richtig aufpassen. Was ist eigentlich Licht? Ja, das ist der Tempomat, was ist das hier? Ach, keine Ahnung. So, wir fahren jetzt links. Links, ich habe Wartepflicht. Es kommt nichts. Ich habe nichts gehört. Die habe ich schon mal mitgenommen. Die haben sie wieder hingestellt. Das ist nett. Das ist sehr nett. Ich hatte diese Vorrangstraßentafel schon mal mitgenommen. Das war sehr nett. Oh, ich bin zu schnell. Langsam, Charles. Langsam. Langsam. Ich kann auch hier Tempomat einstellen, oder nicht? Oder ist es der Limiter? Ich glaube, das ist der Limiter. Ich soll mir die Bedienungsanleitung lesen. Jetzt bleibt er stehen. Sag mal, wie frech bist du? Okay, wir müssen abbiegen. Okay, ihr wartet hier. Okay. Muss hier rein. Nichts passiert. Innenfahren ist Horror. Kamera drehen mit Maus geht gar nicht. Ja, also das ist der Wahnsinn. So, jetzt müssen wir mal abbiegen. Ich bin gegen ein Hindernis gefahren. Wo? Ich habe keins gesehen. War da eine Karre? Möglich. Ich glaube, ich mache bald Minus, glaube ich. Vielleicht sollte ich langsamer fahren. Na, nee. Nee, die Lösung ist Speed and Power. Ja. Ist immer die Lösung. Immer. Speed and Power ist immer die Lösung. Achso, ich darf eh schneller fahren, ne? Ja, ja, ja. Aber hier ist meine Haltestelle. Warum bremst? Bleibst du stehen? Okay, wir müssen hier ran. Die Fußgänger haben Glück, dass ich noch hier in die Haltestelle muss vorher. So. Einmal stehen bleiben. Habe ich überhaupt Fahrgäste? Will der überhaupt mitfahren mit mir? Mich würde es nicht wundern, wenn sie nicht mitfahren wollen. So, wir blinken jetzt mal. So, ich weiß nicht, ob da ein Auto ist, weil mein Spiegel funktioniert irgendwie. Ne? Fußgänger egal. Okay. Fußgänger egal. Okay. Oh, bitte etwas vorsichtiger. Ich fahre eh vorsichtig. Mach gar nichts. Mein Lenkrad schlägt aus, aber das ist okay. Das muss so sein. So, jetzt müssen wir da vorne rechts fahren. Aber ich würde doch auch bei mir mitfahren, oder? Das sieht doch total chillig aus. Nicht gefährlich. Alles, oder? Ist doch alles top. Alles top. Ich schätze halt mal jetzt mal, wo der Bus ist. So, okay, meine Haltestelle, die nächste. Sieht mal gut aus. Ich brauche 25 Fahrgäste. Also ich denke wohl, ich werde da noch ein, zwei Runden fahren müssen dann. Ich möchte natürlich auch die Quests abschließen. Das war ein bisschen...
Wollt ihr alle einsteigen? Ja, kommt alle in meinen Bus rein. Alle. Steigt alle ein. Los. Los. Kommt. Es ist lustig im Bus. Wirklich. Ich schwör's. Es macht echt Spaß, mit mir mitzufahren. Wirklich. Oh, der hört laute Musik. Ruhe. Und Fahrkarte. Okay, dann gehen wir gleich mal durch. Ha. Na. Oh ja, du hast auch eine Fahrkarte. Wieso sind hier nur zwei Leute drinnen? Ich will Geschäft machen. Ich will Kohle machen. Das Einzige, was ich nicht habe, sind Fahrgäste irgendwie. So, mal gucken. Schauen, ob da was kommt. Kommt was? Bitte schließ die Türen. Die sind zu. Die Türen sind zu. Mit offener Tür gefahren. Wo denn? Sie doch zugemacht. Warum hat er die hintere Tür nicht zugemacht? Spiel, mach mich nicht verrückt. Muss da rechts fahren. Mal abbiegen, schön hier. Und nicht in den Gegenverkehr rein. Das war schön. Korrektes Setzen vom Blinker. Gut, Charles. Und ich habe die Stimme von Kronk im Ohr gehabt vorhin. Kronk hat mitsynchronisiert hier. Ein paar Fahrgäste. Das war ein Speed. Da war ein Radar. Ich habe noch gebremst. Das ist wie im echten Leben. Ein Radar. Okay, jetzt muss ich rechts. Aber ich war nicht so schnell. Ach du. Alter Schwede, wie viele Leute seid ihr? Macht mal hin. Spiel. Wie viele Leute, wo kommen die her? Was gibt's hier? Ich taste mich mal langsam rein, ne? Früher habe ich oft das Auto genommen. Siehst du? Einfach frech reinhalten, ne? Frech reinfahren, das ist die Lösung. Okay, die Lösung ist frech reinfahren. Okay. So. Türen auf. Gutes Timing, ich bin pünktlich. Ich bin pünktlich. Einfache Fahrt bitte. Einfache Fahrt bitte. Jetzt wieder eine Karte. Ich bin einmal pünktlich. Nein, Senioren. Nee, falsch. Nein, falsch. Ich bin einmal pünktlich und jetzt muss ich hier wieder Fahrkarten rausgeben. 18! Alter, hast du es nicht kleiner gehabt, mein Freund? Danke. Eine Frechheit. Du auch. Seniorenticket. Einfache Fahrt. Eines. Jetzt auch nicht kleiner gehabt. Alter Schön. Nur hin, bitte. Und du? Oh. Haben jetzt alle? Okay. Na immerhin. Zur Türen zu. Diesmal ist sie auch zu. Und ich will hier rausfahren. Und davon müssen wir rechts. Wie sieht es denn hier aus ein? Rechts. Ui, die wird weit. Wie ist das noch? Die wird jetzt weit. Das muss so sein. Okay. War da hier nicht das Radar letztens? Oder auf der anderen Straße? Ich fahr schon zu schnell. Es ist alles egal. Ortsschild ist vorbei. Ich kann schon Gas geben. Los. Volles Rohr hier. Hast du gehört? Hans will bei Winter der Leidenschaft aufhören. Warte. Aber ich finde das echt entspannend, um ehrlich zu sein. Ich mag das Spiel. Ich mag das. Oh, ich habe jetzt eng. Da ist jemand eingeschlafen. Ich musste dann aufwecken. Död! So, mit so einer Tröte aufwecken dann. Eine Trillepfeife oder sowas. Ja. Ja, okay, also Boden, so Löcher und so weiter, Schlaglöcher. Okay, das Lenkrad schlägt zurück.
Jetzt kommt wieder mein Lieblingskreisverkehr da vorne. Da muss man jetzt diesmal langsam reinfahren. Irgendwas habe ich im letzten Let's Play mitgenommen hier, ne? Beim Rausfahren. Ich glaube, diesen einen Poll oder diese Begrenzung habe ich mitgenommen letztens. Diesmal nicht mitnehmen. Wo steht der? Hier, den habe ich mitgenommen letztens. Den hier. Heute langsam. Oh, läuft. Geblinkt habe ich auch. Das ist Wartepflicht. Jetzt müssen wir links abbiegen hier. Gegenverkehrsregel anwenden. Keiner da, also abbiegen. Und weiter geht's. Wir müssen die Strecke zurück auch wieder. Aber Kohle, ich brauche Kohle. Ich bin zu schnell. Da vorne stand das Radar, siehst du? Heute nicht. Haha. Hahaha. Heute nicht. Falsch in Einbahnstraße gefahren. Oh. Bin ich falsch gefahren, Spiel? Da war keine Einbahnstraße. Und geht jetzt so. Wir müssen jetzt links abbiegen, ne? Oder? Ne, rechts abbiegen, glaube ich. Rechts abbiegen. Rechts. Jo. Bisschen verwirrend mit der Zielführung manchmal. Du bist aber auch motiviert rausgefahren hier, ne? Alter Sch. Na und jetzt, komm. Auch echt motiviert reingefahren in die Kreuzung. So, hier nochmal ran. Und schön. Läuft. Ich bin fertig. Aber mir fehlen immer noch die 30. Du möchtest eine Fahrkarte? Gestern ist mein Wochenticket abgelaufen. Bin ich fertig? Wir werden es gleich sehen. Danke. Bitte. Nee, sieht nicht so aus. Ich habe 2 EP bekommen, aber ich bin noch nicht fertig. Okay. Cool, ich kann noch ein bisschen rumcruisen hier. Tür zu. Und hier der Spiegel, der irritiert mich. Ich sehe gar nichts. Kann man die irgendwie verstellen? Den sehe ich, aber den kann ich den verstellen irgendwie? Spiegel? Spiegel, Spiegel, Spiegeln an der Wand. Spiegeln, Spiegeln an der Wand. Wer ist das Schönste im ganzen Land? Der Charles. Ja, ich weiß. Na, ich kann ihn nicht umstellen. Nö. Schade. Naja, dann müssen wir so weiterfahren. Und hoffen mal das Beste. Ich hoffe mal darauf, dass sich jeder an die Verkehrsregeln hält und mich als Erster rauslässt. Ja, also wenn ich blinke, dass die warten. Ja. Ich reiß halt mein Lenkrad aus hier. Okay, aber wir sind on time, ne? Oder? Wir sind on time. Bin ich zu früh eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich habe Minuszeit. Oh, ich bin zu schnell. Ui, 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 ui. Wollte man denn die Vorfahrt nehmen hier? Ich glaube, ich bin on time. Ich hoffe es mal. Gutes Timing. Okay, siehst du? Und viele Leute, ja. Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Siehst du? Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Ich hab's geschafft. Wochen, versteht sie. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Cool. Egal. Wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzubinden. Was kriege ich jetzt? Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steinegg Landwirtschaft und Busse freigeschaltet. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit sehr die Gäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich es vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Danke. Eine Fahrkarte bitte. So, ich mache nur die Fahrkarten fertig. Danke. Coole Sache. Läuft.
Nice. Wie viel Kohle habe ich jetzt? 167 Millionen. Okay, da kriege ich einen schönen Bus drum. Ja, und den kaufen wir uns, würde ich mal sagen, in der nächsten Folge. Gehen wir dann zum Busdealer. Ja, ich fahre vielleicht noch ein bisschen die Runde nochmal, dass ich noch ein bisschen mehr Kohle habe. Dann können wir uns einen schicken neuen Bus kaufen. Ja. Geil. Hm? Somit, ich hoffe, es hat wie immer gefallen. Ja? Kommentare, Like, Abo. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal beim Busdealer. Ein Büsschen kaufen. Ja. Somit, bis zum nächsten Mal.